Ich habe zu Hause so ein Buch über Kunsthistorie und da habe ich zufällig einen Artikel über den Joseph Beuys entdeckt und es ist, habe da ein bisschen nachrecherchiert und es ist ein sehr interessanter deutscher Künstler des vergangenen Jahrhunderts, einer der bedeutendsten Künstler weltweit sogar gewesen. Der wurde auch von Andy Warhol geadelt, ja, zum Beispiel. Der hat Installationen und Plastiken hergestellt auf eine Art und Weise, die viele zu dieser Zeit noch nicht gewachsen waren. Er war unserer Zeit voraus. Es war ein Vordenker, ein Intellektueller, ein Genie, ein Künstler, Joseph Beuys. Und ich habe auch erfahren, dass der in Darmstadt auch im Hessischen Landesmuseum eine Ausstellung hat, ganz oben. Und das ist sehr zu empfehlen. Ja, da werde ich auch bald mal vorbeischauen. Und nicht nur seine Kunst, auch das, was er von sich gegeben hat. Er war ein Freigeist. Er hat zum Beispiel gesagt, der Wert der Menschheit ist nicht das Kapital, sondern der Wert der Menschheit sind die Fähigkeiten des Einzelnen. Und damit hat er absolut recht. Und er hat gesagt, solange die Hochfinanz in dem Maße die Politik beeinflusst, und das wohlgemerkt vor 40 Jahren, wird es keine tatsächliche Demokratie geben, weil die Demokratie immer unterwandert sein wird und immer im Einfluss stehen wird unter diesem Druck der Finanzwelt. Was ein Typ, ey, was ein Mensch. Joseph Beuys, Künstler, Freigeist, Intellektueller, Genie. Ja, nur leider, ich sitze jetzt hier in der Bibliothek, habe ich hier kein Buch über Joseph Beuys gefunden. Nur ein Buch von der Ursula Weidenfeld, Das doppelte Deutschland. Und es müsste mehr Leute, die den Joseph Beuys geben, und nicht so viele Leute wie den Joachim Gauck oder den Henry Kissinger oder auch die Safsan Chebli. Es müssten mehr Leute geben, die eine eigene Meinung vertreten und ihren Mund mal aufmachen und mal für das Gemeinwohl der Mitmenschen mal denken und handeln und es auch umsetzen. Ja? In diesem Sinne, check's aus. Joseph Beuys, ein Mann unserer Zeit, aktueller denn je.